Hallöchen, meine Freunde, es geht sofort weiter mit krassester Action auf einer Map, die so neu ist, dass ich... ach ja, Overgrowth. Die hatten wir vorhin schon mal, ne? Ist mir gar nicht richtig aufgefallen, weil ich da wieder so viel erzählt habe nebenbei, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe. Ja, Soulstorm, oben rechts Zerg-Liga, Zerg-Spieler aus der Silberliga gegen... oder Goldliga, gegen Danix. Ja, Silber oder Gold war es. Auf jeden Fall Noob. Der hat hier so ein komisches Schwert mit. Was ist das denn da? Ja, so ein Drache, der da um das Schwert fliegt. Ach du Scheiße. Ja, es geht gerade noch um die Geschichte mit den besoffenen Pennern unten. Ob ich es nicht schaffen würde, einen Besoffenen zu verprügeln. Ja, aber die waren ja zu dritt oder zu viert. Ja, und das sind halt alles so eine fetten Brecher. Ja, also nicht fett im Sinne von kräftig, aber sind halt schon große, schwere Typen. Ja, und auch wenn die voll sind, wenn dann drei Leute davon oder vier. Ja. Ich bin ja auch sehr schwächlich. Ich schaff das ja nicht. Ich bin auch ganz schwach. Und wie gesagt, ich fange da auch keine körperliche Auseinandersetzung an. Das ist nicht mein Stil. Ach, das ist ja ZVZ, sicher jetzt. Ich dachte, das wäre TVZ. Hat der gerade seine Rasse gewechselt? War das nicht vorher TVZ? Ich bin entsetzt. Ja, Gas first hier oben. Hier Hedge first. Also hier sieht es nach einem aggressiven Opening aus von Soulstorm. Ja, der sammelt schon Gas und der will wohl gleich Spätlinge anmachen und dann gleich volles Rollo losgehen. Nee, Community Cup heute, was sagt gerade einer im Chat, machen wir Community Cup? Nee, ich glaube nicht, weil ich mache jetzt 7 Replays am Stück. Wir sind jetzt im dritten, das heißt, wir machen noch weitere 4 Replays im Anschluss. Dann werde ich auch wieder noch ein bisschen Diablo spielen, halbe Stunde, Stunde. Noch auf der Suche nach dem Aszendentenschild. Und dann werde ich heute auf jeden Fall auch noch Resident Evil spielen, das GameCube Let's Play. Ja, wie es halt sagte, Speed sofort angedrückt, Hedge auch. Also er will hier schon aggressiv spielen. Er baut jetzt hier auch schon mal die ersten, naja, Zweilinge. Also wozu das frühe Speed-Upgrade, wenn man jetzt hier eh nur Zweilinge baut? Von Soulstorm. Was da los? Ja, auf der anderen Seite, ja, läuft jetzt auch Gas, Pool gleich fertig. Und die Hedge müsste jetzt im Moment, ja, da ist sie ausgeklappt, das gleiche hier oben. Aber da dauert es halt ein bisschen länger. Dafür hat er eben das Speed-Upgrade sehr viel schneller. Aber er baut keine Linge. Was da los? Das ist ja albern. Ich habe Bargeld erhalten. Ja, Subscriber-Modus übrigens an auf Twitch. Ja, wir sind dabei, das Subscriber-Goal 1 zu erreichen. 25 Subs brauchen wir, um weitere 2 Emoticons im Chat freizuschalten. 10 oder 11 Subs haben wir gerade schon. Und wir sind ja auch auf der Suche nach einem Namen. Ja, es gibt ja die TakeTV Ultras, es gibt die Scum-Scribers und die Scrub-Scribers bei verschiedenen Diablo-Streams. Und hier bei mir haben wir schon Shades of Pink oder Pink of Grey oder so. Oder Game of Pink. Pink Panther, Pink Maniacs. Wir sind ja auch noch auf der Suche nach unserer Bezeichnung. So, Baning Nest im Bau bei Danix. Ja, und das Speed-Upgrade, wie gesagt, ist völlig für den Arsch. Hätte er sich sparen können. Ich meine, jetzt baut er erst ein paar Linge hier. Das hätte er auch dann 2 Minuten später machen können, das Upgrade. Das erschließt sich mir jetzt hier nicht, dieser Move hier von Soulstorm und auch das jetzt hier gegen die, obwohl, ja, er schafft es, die Queen und die Linge sind alle kaputt hier, oh, guck mal, und jetzt hat er hier das Baning Nest gleich fertig und die Linge noch im Bau, das ist natürlich jetzt Pech, er wird auch die zweite Queen verlieren, oh, ist das ein Riesen, Riesen. Scheiße, mir fällt das Wort nicht ein. Blamage. Ein Riesen-Zwischenfall. Das Wort fällt mir nicht ein. Verdammt! Ah, jetzt schiebt er hier Linge nach. Hat hier vorne die Hedge auch nur hier für so ein paar Workerchen. Sammelt kein Gas. Er ist hier nur auf Speedling, der Soulstorm. Aber da kommt der erste Baneling hier von
Dani und killt mal zwei. Oh. Ja, gibt's heute GoFest 2? Mal gucken. Lust habe ich ehrlich gesagt keine. Ich will den ganzen Tag streamen, ja, aber ich will halt Diablo spielen, ein bisschen StarCraft, ein paar Replays machen, Resident Evil und so. Den Cup mache ich vielleicht das Finale oder so. Ja, ein Riesendesaster, genau das war das Wort. Ein Desaster, ja, ein Desaster für... Ich weiß gar nicht mehr für wen, weil ich jetzt erstmal überlegen musste, welches das Wort war. Ja, Riesendesaster für Danny, genau, weil er ja die ganzen Muttis verloren hat und noch keine nachgebaut. Das ist natürlich sehr, sehr eklig, wenn man hier im ZVZ spielt und Masslinge bauen will oder spielen will und dann hat man halt keine Muttis mehr. Ach, ist das scheiße. Der Worker hat da auch schon 11 Stück gekillt. Es ist jetzt quasi so, dass Soulstorm vorne ist im Worker-Count. Hat aber nach wie vor keinen weiteren Tech. Gas wird aber wieder gesammelt. Baut sich mal ein paar Spinecrawler und zieht sich zurück. Denkt sich hier, ich habe genug Schaden gemacht. Ja, ist auch ganz gut, möchte ich mal meinen. Ja. Er hat jetzt hier gesehen, dass sein Gegner nämlich eine... Ja, er sieht ja das hier auch mit dem Overlord, dass sein Gegenüber eine ordentliche Anzahl an Lingen mittlerweile wieder auf die Map gestellt hat und auch Banelinge. Dass er da mit seinem Speedlinghaufen nicht mehr gegen ankommt. Und entschließt sich deswegen, sich zurückfallen zu lassen und sich hier ein bisschen defensiv zu stellen. Gas mittlerweile doppelt am Laufen. Ja, und sieht doch jetzt hier... Oh, oh. Da kommt er ja, mein Kontrahent. Ja, hier schön ein bisschen gewollt mit den zwei Muttis. Die blocken hier die ganzen Banelinge weg. Das war natürlich eine riesen Kacke hier von Dani, dass er da die Banelinge in die Muttis schickt. Ja, da sieht man mal, was die aus kann. Ja, so eine fette Mutti, die hält schon mal was aus. Ja, kannst du schon mal ein paar Bomben gegenschmeißen, dann steht die immer noch. Ja, mir fehlen so ein bisschen die Wörter hier gerade. Das ist ja hier, was ist denn da los mit mir? Wo sind die Katzen überhaupt? Ach, die Katzen liegen auf dem Schrank. Guck sie dir an, die faulen Säcke. Ich hab, glaube ich, Zuckermangel. Ich könnte ein bisschen was essen hier. Scheiße. So, oben auf der Rampe definitiv Banelinge. Aber ich glaube, dass das jetzt hier gegessen ist. Ja, nachdem er hier die ganzen Banelinge verloren hat, Units Lost sollte eindeutig sein. Jawohl, dreimal so viele Units verloren auf der Seite von Dani. Großer, großer Nachteil. Kann er den nochmal ausgleichen? Oder macht Soulstorm hier das Spiel mit Speedling Only? Das ist ja hier eine wahre, sensationelle Geschichte hier. Guck mal. Und... Ah. Ja, zwei Banelinge für drei Zerklinge. Das ist natürlich auch kein sonderlich guter Tausch. Man sieht ja hier, er ist sehr limitiert jetzt hier mit seinen Workerchen. Ah. Und hier drüben gibt es noch mehr Gas. Und Rotches... Gegen die Banelinge. Hat er keinen Bock, selber Banelinge zu spielen. Ist auch ein bisschen mikrointensiver. Ja, was ist da los mit dir? Hast du das Casten verlernt? Nein, ich habe Wörter verlernt. Durch Blödheit. Wahrscheinlich durch Zuckermangel. Ich habe nichts da. Das ist das Problem. Doch, ich habe was da. Ich habe mir gestern was gekauft. Hier, kennt ihr die noch von früher? Frit. Diese Frittringer. Die habe ich früher total gerne gegessen. Orange und Kirsche und so. Ich war ja gestern nochmal bei T-Docs, wegen der Pinnwand, die ich mir jetzt hier geholt habe für meine Wand. Und dann lag dann da so ein Dreierpack Frit für 1,50. Mit Brasil-Fußball-WM-Stickern drin. Und das ist natürlich super, ne? Für 1,50 eine Dreierpackung Frit mit Stickern von der Fußball-WM. Da musste ich zuschlagen. Ich habe auch schon ein so ein Ding gestern davon gegessen. Also nicht eine ganze Packung, sondern ein so ein Apfelgeschmackteil. Früher waren die aber irgendwie geiler. Erdbeer, Kirsche, die waren richtig gut. Apfel schmeckt total komisch. Ja, eine Handvoll Rotches hier. Aber die tanken natürlich super die Banelinge weg hier. Oh, der eine hier, der kann aber nochmal ordentlich austeilen. Ja, die Sportcrawler, Spinecrawler hier, die werden auch nicht mehr groß helfen. Soulstorm macht es. Oh, Andy kommt. Hallo. Ja, es knistert, ne? Ja, ja, ist klar, dass jemand kommt. GG. Dani verliert dieses Spiel gegen Soulstorm, der hier sehr gut gespielt hat für, wie gesagt, Silbergold. Ja, die Entscheidung hier, wo er gesehen hat, ja, es sind jetzt zu viele Banelinge, gehe ich mit meinen Lingen nicht mehr rein, ziehe mich zurück, stelle mich defensiv auf, baue mir dann hier ein paar Roaches und so. Das war schon ziemlich strong. Gehst du von meiner Urkunde runter, du blöde Kuh? Muss dich leider verprügeln.
Ja, ich muss abhauen. Auf Wiedersehen.